Nintendo. Aloha und willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt's mal wieder ein Tipps und Tricks Video und es geht um Glitches. Ich weiß, ihr seid teilweise auch keine Fans davon, aber ich finde, man kann trotzdem darüber informieren und ich persönlich nutze sie halt schon, weil es keine Hacks sind. Heute geht es speziell um Bäume. Der eine Glitch ist ziemlich easy zu machen und der andere ist ein bisschen mehr Aufwand. Wir fangen mal mit dem Einfachen an. Bei dem ersten Glitch geht es einfach nur darum, wie ihr Bäume einfrieren könnt. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber es ist halt wirklich so, dass man Bäume einfriert, sie wachsen danach nicht mehr. Das heißt, man kann Bäume in einem frühen Stadium einfrieren lassen, sodass sie nicht mehr weiter auswachsen. Das heißt, ihr könnt kleine Tannen pflanzen oder auch kleine Obstbäume oder generell kleine Laubbäume und die Bäume würden nicht mehr wachsen. Dadurch hat man ein bisschen mehr Variation und kann so ein bisschen mehr mit den Bäumen spielen und ich finde das total cool. Aber ich habe da sehr lange drum rumprobiert und bin jetzt zum Schluss gekommen, wie es jetzt wirklich funktioniert. Und zwar pflanzt ihr einen Setzling ein, einen Laubbaumsetzling oder auch einen Nadelbaumsetzling, das geht beides. Wartet dann die Tage, bis dieser Baum auf der Größe ist, den ihr haben wollt. Ich blende euch hier nochmal ein Bild ein, wie die verschiedenen Stadien der Bäume aussehen. Ihr könnt euch dann aussuchen, wie lange ihr warten wollt. Wenn es dann soweit ist, pflanzt ihr ein Obstbäumchen dahinter. Also ihr müsst ein Obststück vergraben. Also es kann Apfel sein, es kann Pfirsich sein, ist egal was. Hauptsache es ist ein Obstbaumsetzling und kein normaler Baumsetzling. Sonst wächst der Baum nicht weiter. Es muss ein Obstbaumsetzling sein. Und hier seht ihr es, am nächsten Tag sind die Bäume immer noch auf der Größe, auf der ich die haben wollte. Und so könnt ihr super cool eure Insel dekorieren und ja, einfach ein bisschen für Variation sorgen. Der zweite Glitch ist ein bisschen komplizierter, aber das schafft ihr auch, wenn ihr einfach alles so befolgt, wie ich es euch jetzt gleich zeige. Hier an dem Beispiel habe ich es auf meiner Insel angewendet. Hier könnt ihr es vielleicht noch nicht so gut verstehen, aber ich möchte euch einfach zeigen, wie ihr diesen Glitch auch schön einsetzen könnt, damit es auch schön aussieht. Ihr könnt natürlich auch einfach einen Baum hinpflanzen, der alleine auf dem Plateau steht, aber ich finde, das sieht gar nicht so cool aus. Ich finde, wenn man das cool in Szene setzt, macht das schon was her. Und ja, ihr seht das einfach, wie ich es auf meiner Insel angewendet habe und in Szene gesetzt habe. Ich zeige es euch hier jetzt nochmal an einem Beispiel, wo ihr es besser sehen könnt. Ihr müsst ein 3x3-Feld mit dem Plateau-Tool bauen. Dann macht ihr eine Ecke davon ab und macht dort ein kleines Wasserbecken hin. Es ist super wichtig, dass das Wasserbecken genau so gemacht wird, wie ich es gerade vormache. Also ihr macht erst zwei Ecken am Außen und springt dann rüber und rundet das Wasser dann so ab. Also es muss genauso aussehen, wie ihr es jetzt gerade seht. Dann geht ihr auf das Plateau hoch und grabt ein Loch und pflanzt den Baum, den ihr da haben wollt, hin. Es ist ein Nadelbaum, ein Laubbaum, Obstbaum, alles ist möglich. Habt ihr den Baum gepflanzt, geht ihr dann wieder runter und rundet die Ecken ab. Ihr könnt es natürlich so machen, dass es direkt an der Klippe ist. Ihr könnt aber auch die Ecken so abrunden, dass nichts mehr übrig bleibt und der Baum dort alleine dann auf dem Plateau steht. Ihr könnt den Baum dann aber nicht mehr ausgraben. Ihr müsst ihn dann mit dem Bautool, Aufräumtool wegräumen und der Baum ist dann weg. Aber ja, könnt ihr ja selbst entscheiden, ob ihr es so machen wollt oder nicht. Ihr bleibt aber auf jeden Fall nicht bei dem Baum. Also der Baum bleibt nicht für immer da hängen, wenn es euch nicht mehr gefällt. Ihr könnt es einfach wegräumen. Deswegen ist das kein großes Drama. Aber ja, ich finde, mit beiden Sachen kann man coole Sachen oder coole Sektionen gestalten. Mit einfach nur Bäumen auf Plateaus. Ich stelle mir das ganz cool vor. Vielleicht auch für Labyrinths oder so. Aber ihr könnt es auch einfach so auf eurer Insel schön in Szene setzen, wenn ihr zum Beispiel keinen Platz mehr habt und den Baum dann an der Klippe pflanzen müsst. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr diese Tricks findet und ob ihr die schon kanntet und ob ihr die schon angewendet habt. Ich finde es ganz cool. Ich werde es wahrscheinlich auch anwenden. Den anderen Glitch mit der vierten Ebene habe ich nicht angewendet. Aber den werde ich, glaube ich, schon benutzen, weil das auch gar nicht so kompliziert ist zu machen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Und wenn ihr bis hierhin geguckt habt und mich noch nicht abonniert habt, würde ich mich auch freuen, wenn ihr mich abonniert. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüssi!